Bin jetzt beim Garden Paradiso. Sehr schöner angelegter Eingangsbereich, muss ich aufpassen. Der Camping Garden Paradiso ist ein 4-Sterne-Platz in der Nähe von Cavallino. Das ist dann der Eingangsbereich und hier ist die Rezeption, wo ich dann anmelde. An der Rezeption hat es dann auch gleich einen Bankautomat, der Supermarkt, der Tennisplatz und ein kleiner Spielpark. Die Spa hat bis um 19 Uhr abends geöffnet. Mittags von 7:30 bis 13 Uhr. Hier bekommt ihr dann Säfte, riesige Chupa Chups, Pops, Gemüse. Und eine herrlich gute tourende Kühle. Dann SD-Fleisch, Hamburger und natürlich Bedienung, aber auch SB-Wurst. Und Kekse und Nutsch. Hier gibt es dann noch die leckeren Sachen und diese italienisches Wasser und einheimische Limos. Das Wichtigste, Wein frisch vom Fass. Schau mal die Preise an. Wir bekommen wieder Flaschen. Ihr könnt auch selber Flaschen mitbringen. Kommt ein bisschen davon. Jetzt ein Basketballfeld, Sitzmöglichkeiten, ein Tennisplatz und da hinten dieser kleine Spielpark, aber da gehe ich auch gleich noch drauf. Im Spielpark hat es dann auch die Möglichkeit, sein Geschirr zu spülen und hier sind dann auch die Toiletten und die Klinik. Aber es ist auch eine Möglichkeit, privat seine Zähne zu putzen. Und die Toiletten sehen sauber aus, perfekt für einen Kleiderhaken. Also man muss eine Tasche hinhängen, kann eine Pause nehmen. Die Dusche. Das finde ich, das sollte ein anderer Campingplatz ja auch sein, dass man vielleicht mal was hinhängen kann oder seine Klamotte draufpacken. Finde ich jetzt auch sehr praktisch. Wenn man nicht mehr viel Platz im Auto hat und irgendwas da lassen muss, dann kann man hier Räder ausleihen oder Kinderwagen. Kinderwagen habe ich jetzt bis jetzt nirgendwo gesehen, dass man ausleihen kann. Hier sind dann die Fahrräder zum Ausleihen. Und dann noch ein kleines Fitnessstudio. Und hier geht es zu diesem Kinderspielbereich mit Dino Minigolf. Vielleicht darf ich dieses Jahr mal drüber laufen. Hier so Kinder-Go-Kart, Hüpfburg, 2 Euro, ist okay. Und dann so Bumper Boats. Das haben sie jetzt extra draufschreiben müssen, das ist auch ein Verboten. Und hier noch für die ganz kleinen, so Hüpfburgen. Das ist das Dino Minigolf. Finde ich jedes Mal schön, wenn auf dem Campingplatz sowas dabei ist. Dieses Dini-Mini-Golf kostet 4 Euro. So, jetzt könnt ihr hier ein bisschen anschauen. Paintball kann man hier spielen. Die Markttermine. Und Holy Party. Jeden Freitag. Wenn jetzt ein Freitag hingegangen hätte ich das mal sehen können. Schön, hier abends dann sitzen, Eis essen. Ist dieses Mal leer, dann können wir jetzt auch mal filmen. Oder kann ich mal filmen. So sieht es dann aus. Natürlich gibt es auch noch einen Bereich für drinnen. Da gehe ich aber jetzt nicht rein.
Hier ist dann der erste Hilfebereich. 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist der Doktor da. Und hier kriegt man dann auch Wasserspielzeug sozusagen. Und hier und gleich auch die Animationsbühne befindet sich auch noch hier. Alles sehr zentral. Und 10 Euro für so ein Set. Ich hätte das lieber genommen als Kind. Mit der Krokodile. Kommt dann auch verschiedene Ansichtskarten. In dem Bazar gibt es dann auch Zigaretten, die ihr sehen könnt. Und, ja. Und gleich daneben ist eine Eisdiele. Souvenirshop. Klamottenladen, Schuhe. Liegt alles ganz schön zentral hier. Ein Gewankautomat ist genauso in der Straße. Eine schöne Klimaanlage hier drin. Hier hat es auch noch eine Bar. Und einen Krebs mit Nutella bekommen. Und ja, Säfte. Und hier was ganz Besonderes, ein Hallenbad. Das haben auch nicht viele Campingplätze. Bis jetzt halt kenne ich nur der Enzo, wo das hat. Das Hallenbad hat von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ihr könnt dann auch eure Sachen abschließen. Oh, jetzt kommen wir gerade zur Aquagym. Im Poolbereich drin. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das übersprungen. Im Hintergrund sehe ich ganz genau große Wasserrutschen, dann hat es so kleine Wasserrutschen für Kinder. Hier ist eine große Wasserrutsche und Schwimmerbecken und Whirlpoolbereich. Und dann im Hintergrund noch das Hallenbad. An den Strand gehe ich jetzt nicht raus, sonst kann die Möglichkeit sein, dass ich nicht mehr reinkomme. Hier kommt man nämlich bloß mit dem Armband rein oder raus. Ja. Aber ihr seht es ja auch so. So, Spielplatz am Strand. Kann man sich da drüben, glaube ich, eine Loge mehr mieten, oder wenn es überdacht ist. Fußballplatz und hier die Beachbar. Aber da komme ich jetzt bestimmt auch gleich. Hier an der Beachbar befindet sich auch nochmal ein kleiner Spielplatz. Da oben ist die Sky Lounge. Schauen wir mal, ob ich da hoch. Ab 19.30 Uhr wird dann die Pimmelbahn. Eine Fahrt 2,50 Euro. Film. Sowieso sie für jeden Tag. Hier ist dann der Restaurantbereich. Filme ich gleich noch die Preise, stehen nämlich draußen. Beachbar hatte ich jetzt die Möglichkeit, an den Strand mal rauszugehen. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Das ist eine von diesen Logen, wo man mieten kann. Was sie kostet, weiß ich nicht. Oh, jetzt bin ich am Strand. Heute hat es tolle Wellen. Hier sieht man es ein bisschen besser. Gerade war so ein Strandverkäufer da, ja. Hatte Uhren und Gürtel. Ich habe gefragt nach Rolex oder Breitling. Die gibt es nicht mehr. Wahrscheinlich sind die jetzt zu gefährlich geworden. Mal die größere Pizza. Sehen gut aus. Hier sind die normalen Pizzen. Margarita 8,50 Euro. Prosciutto oder Salami 9,50 Euro. Calzone 11,50 Euro. Das übliche. Und dann die Pasti. Oder die Spira.
Große, 5 Euro. Draußen gar nicht gesehen, da gibt es ein Wellenbad drin, ja, cool. Und hier ist irgendwie Water Games. Applauso! Das war's mit dem Video. Auf dem Campingplatz ist alles sehr zentral, von dem her, wenn ihr was vergessen habt, dann ja, ist es halt so. Ja, ich glaube, der Großteil habe ich jetzt gezeigt von dem Platz. Und zumindest, wenn Stammgäste sich das anschauen, die wissen ja, was hier geboten ist. Und für die, wo neu dabei sind bei dem Platz, wo sie es nicht angeschaut haben, hier seht ihr mal so Stellplätze, 524. Ja, ich sehe meine Videos eher als Vorfreude auf den Urlaub. Also hier gibt es einen Außenstellplatz, einen Parkplatz, dann noch einen Autowaschplatz, einen Camperservice, Kasse und im Supermarkt. Da gehe ich jetzt auch gleich nochmal rein. Fisch, heute ist sehr schwül. Wir müssen nachher erstmal rund ins Meer. Preise nahe, sehr human. Produkte vom Spar. Da will ich nicht verlängern, so, da werde ich so Bock drauf. Arsch, die kalt. Gatorade kommt auch einmal. Ein flüssiges Snickers und Maradona Energy Drink. Und ich nehme auf jeden Fall mal zu längst. Hier, 1,20 Euro.